Darf man eine Schwester heiraten, wenn der Vater ohne islamisch nennenswerten Grund Nein sagt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist umstritten. Er sagte, wenn einer kommt, um die Hand von eurer Tochter anzuhalten und dabei eine gute Religion und ein gutes Benehmen hat, dann gibt ihm eure Tochter zur Heirat, ansonsten wird es viel Unheil auf der Erde geben. Und wir sehen das. Na? Warum verweigern Eltern diesem Mann die Frau zu heiraten, wenn er diese beiden Eigenschaften besitzt? Er ist von gutem Charakter und von guter Religion. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Dinge auseinander dividiert, obwohl Charakter gehört zur Religion? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, al-Khuluq ad-Din, also Khuluq ist die Religion. Das heißt, es gehört zur Religion. Jetzt die Frage, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Benehmen genannt und einmal Religion genannt? Weil es kann sein, dass jemand eine gute Religion hat. Er betet, er fastet, er betet sogar in der Nacht. Aber er hat Eigenschaften, die nicht gut sind. Er ist ein Geizknochen. Wann immer du deine Hand in seine Hosentasche tust, du fühlst nur sein Bein. Der tut nie Geld in die Tasche, weil er auch kein Geld ausgeben möchte. Oder er ist bekannt, dass er Frauen schlägt oder aggressiv ist. Dann hier passt dieses Benehmen nicht zur Religion. So. Aber wenn diese Person gute Religion und gutes Benehmen hat, dann sollte man ihnen eine Chance geben. Was ist aber, wenn der Vater ihnen gar keine Chance geben will? Dann muss man gucken, was ist der Grund. Passt auf. Es gibt einen nationalistischen Grund, wenn der Vater sagt, zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, er ist Türke und er sagt, diesen stinkenden Araber möchte ich hier nicht haben. Zum Beispiel. Gibt's ja. Und gibt's auch umgekehrt. Auf jeden Fall. Möge Allah diese Leute recht leiten. A'udhu billah. Das ist Nationalismus ohne Zweifel. Aber jetzt, der Vater ist Türke. Und jetzt kommt ein Araber und möchte gerne seine Tochter heiraten. Der Vater sagt, passt auf den Unterschied, er sagt, normalerweise kein Problem, aber ich möchte gerne, wenn es Auseinandersetzungen gibt, dass ich mich mit ihnen verständigen kann. Und wir kennen ihre Familien, ihre Traditionen und sie kennen unsere. Hier ist er nicht nationalistisch. Und das ist kein Problem. Und viele Geschwister packen alles in eine Schublade. Er ist immer nationalistisch. Warum? Weil es gegen ihn ist. Na, deswegen muss man immer gucken, was ist tatsächlich der Grund. Und wenn der Vater nicht will, aus nationalistischen Gründen, sollte man Leute zu ihm hinschicken, die mit ihm reden. Damit sie auf ihn einreden können und versuchen, ihr Herz zu öffnen. Ich sag dir, ehrlich gesagt, Achil Karim, so viele Väter haben Nein gesagt, aber zum Schluss ist passiert, was Allah geschrieben hat. Und so viele türkische Schwestern sind jetzt mit arabischen Brüdern verheiratet und arabische Brüder mit türkischen Schwestern und arabische Brüder mit arabischen Brüdern. Nee, ich meine, und arabische Brüder mit... Allah Mustan, A'udhu Billah. Libanon lässt grüßen. Na, bitteschön.